So, hallo zusammen. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das ja wahrscheinlich jeden irgendwo betrifft, oder? Wahrheit, Wahrheitsfindung, Prozess der Wahrheitsfindung. Was ist Wahrheit? Das ist natürlich die Box der Pandora. Nicht gibt es Wahrheit. Was ist Wahrheit? Objektive Wahrheit, absolute Wahrheit. Das ist relative Wahrheit, subjektive Wahrheit und ich könnte sagen, dass jeder von uns irgendwo seinen subjektiven Blick auf die Wahrheit hat, objektive Wahrheit, das, was ist, ja, aber eben aus einer subjektiven Sicht, aus einer subjektiven Brille heraus. Und das möchte ich heute mit euch ja, einmal so ein bisschen anschauen und meine Gedanken, meine Erfahrungen, meine Interpretation des Triviums, ihr seht es oben, mit euch teilen, weil das für mich ein unglaublich hilfreiches und wertvolles Konzept war und ist, um das, was passiert, irgendwo einordnen zu können und ja auch irgendwo zu erklären, warum das alles so ist, wie es ist. Ja, je nachdem, wie man auf ja, die Welt, sich selbst, den Mensch blickt, da erscheint das, was so passiert, mehr oder weniger sinnvoll, möglicherweise sogar sinnlos, weil man irgendwo das, was passiert, nicht so wirklich erklären kann. Ja, auf der einen Seite sind wir kreative Wesen, ja, je nachdem göttliche Wesen, auf der anderen Seite ist das Leid, ja, so allgegenwärtig. Ja, wie passt das zusammen? Oder wenn wir kreativ sind, ja, wenn wir Schöpferwesen sind, warum kreieren wir dann so einen Mist zusammen, ja, und mich eingeschlossen, nicht? Das waren so die Fragen, die mich irgendwie umgetrieben haben. Und da ist mir das Trivium im letzten Jahr über den Weg gelaufen. Und das war so etwas, was mir irgendwo geholfen hat, so die Puzzleteilchen zusammenzufügen und auch das, was passiert in mir, in der Welt, irgendwo einordnen zu können und auch erklären zu können, ja, was dann wiederum Sinn gegeben hat, weil die Dinge auf einmal angefangen haben, Sinn zu machen. Und diesen Prozess, ja, den möchte ich heute einmal in aller Kürze, ja, meine Interpretation, also meine subjektive Sicht auf diesen Prozess mit euch teilen, weil ich denke, dass der, ja, unglaublich hilfreich sein kann. Möglicherweise kennt ihr das schon, auf jeden Fall für die, den Begriff noch nicht gehört haben und ich möchte natürlich gleich erklären, was es damit auf sich hat. Für die ist dieses kleine Video hier. Genau, Trivium. Ja, was ist denn das? Also man könnte sagen, das ist der Prozess der Wahrheitsfindung. Ja, das impliziert irgendwo auch zu verstehen, wie man denkt, ja, anstatt was man zu denken hat. Ja, also ihr seht schon, die Sicht, der Blick, der geht nach innen. Ja. Wie funktioniert mein Denken anstelle von nach außen, Autorität, Konzepte und so weiter, die einem sagen, was wahr ist. Ja. Und wir dann nachkauen, ja, kopieren, ausführen, ohne wirklich jemals so, sag ich mal, das ist natürlich eine Generalisierung, gelernt zu haben. Was ist denn wahr? Wie können wir rausfinden, was wahr ist? Ja, wie können wir Wahrheit selber finden? Ja, und je mehr wir diese Wahrheitsfindung ja, internalisieren, desto autonomer, desto unabhängiger, desto freier können wir werden, weil wir eben nicht mehr abhängig sind vom Außen. Ja. Lehrer, Eltern, Autorität, Regierung, Gurus. Ja. Ja, je mehr wir Sinn machen können für uns selbst, ja, desto freier, autonomer werden wir und desto mehr, naja, kann man auch sagen, Verantwortung für unser Leben können wir übernehmen, weil es eben nicht mehr dem Zufall oder anderen überlassen ist. Ja, kurzum gesagt, im Trivium geht es eigentlich darum, wie man denkt, statt was man zu denken hat. Und als kleinen Kontext, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das Trivium, der Begriff stammt meines Wissens aus dem alten Rom, ja, und wurde da, sage ich mal so, der Elite gelehrt. Und ich werde das gleich einblenden. Gibt es eine Definition des Triviums aus dem Webster's International Dictionary von 1893. Ich habe gerade geschaut, im aktuellen
Wörterbüchern ist das gar nicht mehr drin. Und da steht eben drin, dass das Trivium nur an freie Männer, Menschen gelehrt wurde. Und es war eben verboten, das Sklaven zu unterrichten. Ja, und daraus kann man natürlich schon wieder Rückschlüsse ziehen, dass das ein sehr befähigendes, wirksames Konzept zu sein scheint, das möglicherweise ursächlich mit Freiheit und Wahrheitsfindung zu tun hat, nicht? Also wenn, Schlussfolgerung, wenn du selbst denkst, wenn du eigenständig denken kannst, dann ist es schwer, dich zu versklaven, zu unterdrücken. Und da gibt es eben diese schöne Geschichte aus, schön in Anführungsstrichen, Geschichte aus dem Gallischen Krieg, Julius Caesar erwischt einen seiner Generäle, wie er dieses Trivium, den Prozess der Wahrheitsfindung, wie man denkt, einen Sklaven berichtet, mitteilt. Julius Caesar ist aus dem Häuschen, voller Wut, schnappt sich diesen General und sagt, hey, also warte mal, Freund, wenn ich dich noch einmal erwische, dass du das machst, dann setze ich dich den Wölfen, dem Fraß vor, weil wenn der Sklave diesen Prozess kennt, dann wird er nicht mehr lange Sklave sein und dann bricht unser System zusammen. Das war so die Botschaft. Da könnt ihr schon rausspüren, oder? Da scheint wirklich was dahinter zu sein, wenn man natürlich unser Schulsystem anguckt, unser Bildungs-Verziehungssystem. Das widerspricht ja eigentlich elementar diesem Selbstbefähigungsprinzip oder wie zu lernen, wie mache ich Sinn, wie hinterfrage ich Dinge, wie gehe ich den Dingen auf den Grund, warum die Dinge so sind, wie sie sind? Also das Warum, von dem was passiert, oder? Das ist also die Ursache von den Wirkungen, in denen wir ausgesetzt sind. Ja? Wenn man das anfängt zu verstehen, dann ergeben die Dinge Sinn. Und man erkennt eben, es passiert nichts aus Zufall, sondern alles hat einen Grund. Auch das Leid hat einen Grund. Auch das wir, und wenn ich zurückgucke, wie ich durchs Leben marschiert bin, das war nicht sehr selbstreflektiert, das war wirklich zugemüllt mit negativen Gedanken, mit Zweifeln, mit Ängsten und so weiter. Warum ist das so? Grund. Das passiert nicht einfach so. In diesem Prozess kommt man dem Grund der Dinge auf die Schliche, was dann natürlich auch ermöglicht zu verifizieren. Warte mal, macht das denn Sinn? Entspricht das der Wahrheit oder eben nicht? Und wenn man das Warum erkennt, im Zusammenhang, das ermöglicht Verständnis und das ermöglicht dann auch eine andere Definition zu unterlegen, beziehungsweise die Wahrheit anstelle dieser Verzerrung zu erkennen. Zurück zum Schulsystem. Wir laufen, das ist natürlich ein Klischee, Generalisierung, mag nicht auf jeden zutreffen. Aber wenn ich meine Erfahrung angucke und die Menschen, denen ich begegne, dann ist das wahr. Wir lernen, was die Wahrheit ist. Wir wiederholen, stopfen da Dinge rein, die wir dann auswendig lernen und irgendwo was auch immer wiedergeben, aber wirklich Verständnis, wirklich Dinge selber auf den Grund gehen. Wie gerade schon gesagt, das lernen wir nicht. Wir lernen, was die Wahrheit ist, aber wir lernen nicht, sie selber zu finden. Kurzum gesagt, und deswegen ist dieser Prozess also spannend, sich den mal anzugucken. Wenn wir einfach mal ganz grundsätzlich angucken, wie ein Mensch funktioniert, wie unser Unterbewusstsein funktioniert. Das ist ein Konzept, gibt natürlich ganz viele da draußen. Wir, alles ist Information erstmal, oder? Alles, womit wir interagieren, was auf uns einprasselt, was wir ausgesetzt sind, das ist erstmal Information. Kann man sagen, erstmal an sich ohne Bewertung. Es ist einfach. Und dementsprechend kann man sagen, oder wir, unser Unterbewusstsein, wir sind Computer. Da kommt der Input rein, die Informationen, die kommen rein ins System, die werden hier drinnen verarbeitet. Und dann, basierend auf dem Verständnis der Verarbeitung dieser Information, gibt es einen Output, also Resultate, Handlungen, das, was wir in die Welt geben. Und jetzt kann man sich überlegen, oder wenn der Output, wenn das, was rauskommt, wenn das Produkt, die Handlung, die Tat Müll ist, womit hängt das zusammen? Wenn man die Kette zurückrechnet oder zurückgeht mit den Informationen, kann man mal ganz grundsätzlich sagen, also es geht los mit den Informationen, denen wir ausgesetzt sind. Und da ist natürlich ganz
Das ist sozusagen der erste Schritt des Triviums, ja, sozusagen das, was reinkommt. Ja. In Rom nannte man das Grammatik, ja, also die Informationen, die auf uns einprasseln, ja, die zu hinterfragen. Oder? Das ist mir ganz, ganz grundsätzlich so. Wer ist involviert? Was passiert? Wann passiert es? Wo passiert es? Oder? Das sind die Informationen. Ja, und anzufangen, ja, selektiv zu werden mit den Informationen, die wir bewusst oder unbewusst in uns aufnehmen. Ja, und wenn man die Welt guckt, dann kann man sagen, dass die richtigen, sinngebenden Informationen schwer zu finden bzw. versteckt werden. Ja, und wir bombardiert werden mit wirrenden, sich widersprechenden, ja, sinnlosen Informationen durch unser Bildungssystem, ich habe es schon gesagt, oder auch die Medien, ja, um uns eben in so einem Zustand von Abhängigkeit, Verwirrung, Angst, Stress zu halten. Da können wir ganz grundsätzlich mal so auseinander teilen. Ne? Auf der einen Seite kann man sagen, falsche Informationen, ne? Lassen wir mal so stehen, führen dazu, dass im zweiten Schritt unser Verständnis, ja, unser Weltbild, unsere Glaubenssätze limitierend, eingrenzend, beengend sind, ja, und wir aus dementsprechend also ein Opfer der Umstände interpretieren, sehen, ja, unser Potenzial, ja, vielleicht gar nicht mal erkennen, geschweige denn nutzen, ja, und das sich dann widerspiegelt, ja, in entsprechenden Lebensqualität, also Ende der Kette, das, was rauskommt, ja. Und auf der anderen Seite, wenn wir anführungsstrichen richtige Informationen, ja, bekommen, ja, dann führt das dazu, dass unser Glaubenssystem, also die Grundlage, könnte man sagen, unserer Erfahrung ist, ja, befähigend eben aufgesetzt ist, ja, dass wir ein Glaubenssystem, ein Weltbild, einen Realitätsfilter haben, der der Wahrheit entspricht, ja, der uns ermöglicht, der uns unsere Schöpferkapazität bewusst macht, sehen lässt, ja, und dementsprechend wir eben unsere Umstände gestalten, ja, weil wir erkennen, ja, was tatsächlich unser Potenzial ist, ja, und auch das anfangen umzusetzen, auszunutzen, zu entdecken und dementsprechend auch eine ganz andere Lebensqualität nachher ja, sich manifestieren kann. Ja. Also das ist einfach also mal so mal zum ja, sag ich mal, der erste Punkt, Information, das, was reinkommt. Oder? Müssen wir schauen, was kommt denn da rein? Ja, ist das Mangel, Angst? Ja, ist das begrenzend? Ist das limitierend? Oder ist das befähigend? Ist das begünstigend? Ist das erhöhend? Ja, ist das uns unserem Potenzial zuführend? Ja, also das mal ganz grundsätzlich, das ist so der erste Schritt, oder? Information. Der zweite Schritt ist die Verarbeitung. Ja, da könnte man auch sagen, die Logik, ja, Verständnis, was wir mit diesen Informationen, die ja erstmal wertneutral, ich habe zwar richtig falsch gesagt, aber es ist ja erstmal wertneutrale Information. Wir sind einfach da und wir verarbeiten die. Das heißt, wir definieren, was diese Informationen bedeuten. Ja, was das bedeutet, diese Informationen, die eintreten. Ja, und Informationen auf der einen Seite, also Schritt 1, ja, ohne ein Verständnis, was das bedeutet, ja, ohne eine Interpretation oder die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, bringt gar nichts, oder? Also Information an sich ist erstmal wertlos, wenn wir damit nichts anfangen, ja, und nicht die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Und deswegen ist der zweite Schritt so elementar. Ja, und hier geht es auch tatsächlich, könnte man sagen, um kritisches Denken. Ja, und kritisch heißt nicht skeptisch, sondern könnte man sagen, kriterienbasiertes Denken, also objektives, rationales Denken, können wir nochmal drüber sprechen, was das bedeutet, ja, und wirklich, warum sind die Dinge so, wie sie sind, ja, also es geht darum, auf den Grund zu gehen, ja, die Informationen zu überprüfen, habe ich gerade schon angesprochen, verifizieren und auch diese Informationen, die einprasseln, ja, dann können wir auch sagen, dass das Wissen, das wir sammeln, ja, zu gliedern, ja, in ein kohärentes, sich nicht widersprechendes, holistisches, ja, Weltbild. Ja, man könnte es auch ein philosophisches Glaubenssystem, ja, also wirklich ein Realitätsfilter, durch den wir die Welt wahrnehmen, ja, der in sich kohärent ist, also der keine Widersprüche in sich trägt oder zumindest dahingehend daran arbeiten, ja, dass
dass es eben genau ermöglicht, unwahre Informationen abzugrenzen von wahren, ja. Und ja, ganz ursächlich eben, ja, zu schauen, was passiert hier mit den Informationen, die reinkommen. Und es geht natürlich hier in diesem Schritt natürlich auch darum, ja, wir können sagen, emotionale Traumen aufzulösen, ja. Oder eben auch kognitive Dissonanzen, die sich da in unserem Unterbewusstsein befinden, ja, zwangsläufig in unserer Gesellschaft heute, so wie wir aufwachsen. Und das kann dazu führen, dass wir teilweise widersprüchliche Dinge glauben. Ja. Auf der einen Seite kann es sein, wir glauben, es gibt einen freien Willen. Ja, das ist so ein Beispiel. Auf der anderen Seite glauben wir, ja, aber ich habe kein Recht, ihn zu kommunizieren. Ja, oder ich habe nicht die Kraft. Oder ich weiß gar nicht, was ich will. Oder? Auf der einen Seite glaubt man etwas. Auf der anderen Seite ja, glaubt man auch das Gegenteil. Und das führt zu Spannung, das führt zu Ladung. Oder? Und das ja, friert uns so ein. Und dementsprechend kann man auch sagen, dass unsere Gehirnkapazität gar nicht abschöpfbar ist, ja, weil Stress, Angst und so weiter uns eigentlich so im Gehirnstamm parkt, ja, einfriert, wo ja, man dann eben reaktiv ist und gar nicht visionär, groß, ideenreich, kreativ denken kann. Genau, und das ist eigentlich wirklich dieser zweite Schritt, könnte man sagen, einfach, ja, Verarbeitung, unser Glaubenssystem, ja. Also unsere Realitätsfilter. Und dann kommen wir zum dritten Schritt, oder was dann rausspringt, das Resultat sozusagen. Das, was wir manifestieren. Ja. Da könnt ihr gerade nochmal das Beispiel in Erinnerung bringen, das ich gerade schon geteilt habe. Oder wenn da Schrott reinkommt, ja, du kannst nichts, du darfst das nicht, du bist klein, du bist nicht kreativ, niemand will dir zuhören, ja, du kannst nichts anderes, du kannst nur was man dir gesagt hat. Ja, du darfst deinen eigenen Wünsche, Ideen, Kreativität, Träume nicht äußern. Ja, du hast keine. Wenn du sowas glaubst, ja, was soll dann rauskommen, oder? Kommt genau das raus, was diesen Informationen bzw. den Interpretationen dieser Informationen, also dem Glaubenssystem entspricht, oder? Und wenn es auf der anderen Seite da Informationen und Verständnis da ist, wow, ich bin kreativ, ja, spielt keine Rolle, was draußen passiert. Ich bin ursächlich, ich habe die Hoheit über die Interpretation von dem, was draußen passiert. Ich bin wirklich der Schöpfer meiner Lebenserfahrung. Ja, und wenn das Verständnis ist, dann könnt ihr ja relativ einfach wahrscheinlich nachvollziehen, was dann auch das ist, was rauskommt, oder? Die Entscheidungen, die wir treffen, die Handlungen, die aus diesen Entscheidungen folgen, ja, und dementsprechend auch das Resultat, unsere Lebenserfahrung, natürlich ganz anders. Ja, und hier kann man noch sagen, oder wenn wir jetzt eben den dritten Schritt, oder also das, was rauskommt, das Resultat, oder das nannte man dann, also früher, oder das Trivium, oder das sind eigentlich die drei Schritte: Grammatik, Logik und Rhetorik, oder? Also, das sind der erste Schritt: Grammatik, was kommt für immer Informationen, ne? Die ersten Fragen: wer, was, wann, wo. Der zweite Schritt ist die Logik, das Verständnis, oder diese Kohärenz, ja, so ein System, ein Verständnis, ein holistisches Bild von diesen Informationen, ja, anfangen zu erstellen. Ja, die Frage, warum sind die Sachen so? Und dann der dritte Schritt ist das, was rauskommt, die Rhetorik, ja, also auch das Handlung ist, das Sprechen ist eine Handlung, ja, etwas, was rauskommt, ein Resultat, genauso wie die Taten, oder? Und hier ist die Frage, wie setze ich jetzt mein Verständnis um, oder wie bringe ich das in die Realität, ins Leben? Und ja, hier ist natürlich ganz wichtig, sich zu überlegen, ja, wenn wir etwas wissen, also wenn wir Informationen haben, ja, oder wir verstehen etwas, ja, aber wir handeln nicht, ja, dann ist es wieder wertlos, könnte man sagen, ja. Weil, da könnte man sagen, da gibt es wieder kognitive Dissonanz oder fehlt Verständnis, oder? Man könnte sagen, dass diese Kette, oder von, ja, auch von Gedanke, Emotion, Handlung, oder diese Linie, ja, also wenn das kohärent wird, wenn das integer, ja, so eine schöne Definition für Integrität, Gedanken, Emotionen, Handlungen in Einklang bringen, also das, was ich denke, das, was ich weiß, ist in Einklang mit dem, was ich fühle. Ja, und das ist entsprechend, was ich tue. Ja, kann zum Beispiel wissen, ja,
Autorität ist eine Illusion, aber die Handlung mag eine ganz andere sein. Man mag trotzdem so handeln, ja, wie wenn man sich immer noch unterlegen oder unterwürfig fühlt gegenüber anderen. Ja, also da seht ihr, da fehlt dann was in der Achse. Das ist nicht kohärent, das ist nicht integer. Ja, also diese Kette, Gedanke, Emotion, Handlung, da fehlt da was. Und ja, das ist natürlich für mich auch immer so ein ja, permanentes Entdecken auch. Ja, wo fehlt noch was, ja, um in die Mitte kann man ja, oder? Also auch man kann Gedanken, Mentale kann man mit dem ja, fünften, sechsten Chakra vielleicht in Verbindung bringen, oder? Diese klare Sicht, das Gefühl mit dem Herz und dann das dritte Chakra oder die Energie, die Kraft, oder das in das Leben bringen. Und wenn das in die Ordnung kommt, oder dann das, ja, dann fängt man an, ja, zu spüren, oder was da wirklich in uns steckt und ja, was das Wort Schöpferwesen bedeuten kann oder könnte. Und ja, nochmal zurück zum dritten Schritt. Ja, also hier geht es wirklich Taten, ja, also dem, was wir denken, Taten folgen lassen und eben das, was wir wissen, das wir verstehen, in ein Verhalten führen, ja, also eine Gewohnheit, ja, also kann man sagen, ja, zu sprechen, was wir denken, ja, weil nur dann tatsächlich auch eine andere Realität aus diesem Blickwinkel entsteht, oder? Und, genau, jetzt muss ich gerade denken, fit, genau, und da kann man natürlich auch diese ja, dann hat man diese Rückkopplung dann nachher auch, oder? Wenn man neues Wissen, ja, ein neues Verständnis überfährt, neue Taten, oder? Dann gibt das natürlich auch wieder so eine Rückkopplung, ja, weil wir, das kann man sagen, oder unser Glaubenssystem, ja, verbunden oder führt zu unseren Gedanken, Emotionen, führt zu unseren Entscheidungen, führt zu unseren Handlungen, zu unserer Realität darstellt. Das heißt, wenn wir etwas anderes machen, respektive, wenn wir noch nichts anderes machen, oder, dann erfahren wir genau das, was wir glauben, oder, weil das ursächlich zusammenhängt. Das, was wir sehen, oder, rückkoppelt an unser Glaubenssystem. Ja, so ist es. Welt ist so, wie ich das glaube. Dann wären wir wieder bei der Wahrheit, oder, bei der subjektiven Wahrheit, oder. Und was hier ganz, ganz wichtig ist, vielleicht noch anzumerken, ist, dass unser Glaubenssystem, oder, also ich habe gerade schon gesagt, subjektive Wahrheit, nicht Wahrheit ist, oder? Nicht objektive Wahrheit oder kann man sagen, Wissen. Ja? Vielleicht Wissen ist, könnte man jetzt hier so vorschlagen als ein Wissen der Wahrheit. Und dass es möglicherweise darum geht, ja, unsere subjektive Brille, unseren subjektiven Realitätsfilter, der wird, abgesehen von der Erleuchtung, immer subjektiv sein. Also wir werden immer nur einen eingeschränkten, subjektiven Blick haben auf die Realität, auf Wahrheit. Das heißt aber nicht, dass es egal ist. Ja? Das ist sowieso egal, ist sowieso meine Wahrheit. Das meine ich damit überhaupt nicht. Ja? Sondern ich sage ganz klar, es gibt eine objektive Wahrheit und Freiheit. Da können wir nochmal ein anderes Gespräch drüber machen oder ein anderes Video. Freiheit, ja, wird ermöglicht, oder ein Zugang zur Freiheit, ja, auf dem Kontinuum Richtung Freiheit, könnte man sich vorstellen, als eben diese subjektive Brille, ja, mehr und mehr an objektive Wahrheit anzugleichen. Ja, also das wir als Intention, als Leitbild zu sehen. Ja. Aus der Sicht könnte man natürlich ganz klar sagen, was ist nicht wahr? Ja, da könnte man sagen, zum Beispiel Angst und Mangel ist nicht wahr. Das heißt, wenn Angst und Mangel vorherrscht, dann ist das immer ein Indiz, ja, dass hier irgendetwas nicht in der Wahrheit ist, ja, und dem dann auf die Schliche kommen, auf den Grund kommen und eben zum Beispiel durch diesen Prozess, den ich hier gerade in Kürze vorgestellt habe, ja, angehen, oder? Ich werde da in einem zukünftigen Video noch ein bisschen konkretere Beispiele geben. Genau,
Möglichkeiten oder gerade diesen dritten Schritt oder Resultat, das ins Leben bringen, was man weiß, oder da hat man auch oft, also kann man vielleicht noch hier kurz als Beispiel geben, auch mit hier dem öffentlichen Sprechen. Also ich spreche ja jetzt das, was ich denke, oder? Da sind Hemmungen, oder? Also vielfach Hemmungen, ja. Das sehe ich natürlich in meiner Geschichte, aber auch in anderen Menschen, oder? Man zensiert sich, ja, freiwillig. Zensur ist natürlich gerade ein großes Thema, oder? Man sagt nicht das, was man denkt. Man selbst zensiert sich, weil man Angst vor Kritik hat oder vielleicht eine Gruppe ausgeschlossen oder vielleicht nicht verstanden, ja, zu werden. Und da können natürlich, ja, gibt es natürlich einige Übungen, Dinge, die man machen kann, um gerade diesen Schritt auch zu üben und die Angst loszulassen und eben anzufangen zu sprechen, zu sagen. Das ist nur ein Beispiel, was man ja wirklich denkt und weiß und natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, Übungen, ja, Dinge, die man machen kann, auch die eigene Kreativität, ja, wieder zu entdecken, ja, auch diese Gehirnkapazität von im Flow sein, oder? Also zum Beispiel auch eben, ja, sich nicht starr an ein Konzept zu klammern, sondern drauf loszureden oder in den eigenen Fluss zu kommen, die eigene Kreativität wieder zu entdecken. Das sind jetzt nur mal ganz kurz so ein paar Ideen. Ja, ihr seht auch das, was ich hier mit euch teile. Das, ja, hat so ein paar Pfeiler, so ein paar Sachen, die ich mit euch teilen wollte, aber dann, ja, ergibt sich das aus dem Gespräch, beziehungsweise aus dem Video. Ich glaube, das war's. Erstmal, was ich für heute teilen wollte, das war mal so ganz grundsätzlich das Trivium. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Es geht darum, wie zu denken. Ja, ganz wichtig, hinterfragen. Ja, alles, was passiert, die Informationen, die man bekommt, die Schlussfolgerung, die Bedeutung, die man diesen Informationen gibt. Erster Schritt, Informationen, die reinkommen, ja, wie im Computer, Input. Ja. Zweiter Schritt, was machen wir damit? Wie verarbeiten wir das? Ja. Und dritter Schritt, was kommt raus? Was ist die Handlung? Ja, es geht eben genau darum, in die Achse zu kommen. Wenn irgendwo ein Resultat, ja, in unserem Leben nicht so ist, wie wir es uns wünschen, oder wie gerade schon gesagt, Angst, Mangel vorherrschen, dann ist das die dritte Ebene, oder? Das ist das Resultat. Ja, und jetzt kann man wie so ein Verrückter den Stein hochrollen auf den Berg, oder? Und versuchen, die Resultate zu ändern. Aber ja, macht vielleicht nicht unbedingt die Schlussfolgerung, warte mal, das ist ja nur das Resultat, oder? Also das Resultat ist Konsequenz von etwas anderem. Ja, und wenn man die Schritte zurückgeht, ja, also den Ursprung dieses Resultates, ja, dann wird man den Ursprung, oder erstmal Information, beziehungsweise das, was wir aus diesen Informationen machen, führt zu Entscheidungen, die zu den Resultaten, Handlungen, Resultaten führen. Oder? Und da ist man natürlich viel näher an der tatsächlichen Ursache dieses Resultats. Statt wenn man irgendwo sich aufregt über was auch immer da passiert, oder man ist ärgerlich, oder man hat irgendeinen Mist gebaut oder so, das ist das Resultat. Das Erste ist schon passiert, also man kann es sowieso nicht mehr ändern. Ja? Und je näher man an den Ursprung, ja, dieses Resultates kommt und das ergründet, ja, und wenn Angst, Mangel, ja, da sind, oder? Dann ist das erstmal schon eine Illusion. Ja, das ist nicht wahr. Das heißt, da gibt es irgendetwas zu entdecken, zu entpacken, zu befreien, ja, damit das in die Ordnung kommen kann. Und wenn das passiert, dann ist ein anderes Verständnis da. Ja. Das andere Verständnis führt zu anderen Entscheidungen, führt zu anderen Handlungen, führt zu anderen Realitäten, ja, Resultaten. Das heißt, wenn ich da oben an der Kette anfange, oder, dann bin ich viel effizienter und effektiver, wie wenn ich einfach nur, in Anführungsstrichen, mein Verhalten angucke oder meine Resultate und versuche, die zu ändern, ohne wirklich zu verstehen, was da oben an der Kette, also am Ursprung dieser Kaskade eigentlich passiert. Genau, so, das war's für heute. Ja, bin gespannt, was ihr davon haltet. Das nachvollziehbar ist, vielleicht habt ihr Fragen, gerne in den Kommentaren unten teilen und dann werde ich mit Freude darauf eingehen und habe auch vor,
ja, die drei Prozesse noch mal ein bisschen konkreter im Einzelnen anzuschauen. Also ich danke euch fürs Dabeisein und wünsche euch viel Erfolg und alles Gute bei der Wahrheitssuche. Tschüss.